Hallo Leute, wenn euch die Inspiration für ein Bad fehlt, dann habe ich heute was ganz Besonderes für euch. Ich zeige euch 4 unterschiedliche Bäder. Wie versprochen gibt es heute 4 unterschiedliche Bäder in einem ganz unterschiedlichen Style. Viele fragen mich immer, welcher Style denn nun der beste wäre oder welcher Style zu einem passt. Am besten, ihr lässt euch heute mal inspirieren. Ich habe heute Farmhouse-Style-Bad, ich habe heute ein Neuengland-Bad, ich habe heute ein Landhaus-Bad und ich habe auch ein Bad ganz maritim eingerichtet. Alles ganz kleine Bäder, nichts Großes, sondern eher Gäste-WCs oder auch für kleine Apartments geeignet. Und da könnt ihr euch am besten inspirieren lassen und dann wisst ihr vielleicht, was euch gefällt und was euch nicht gefällt. Und ich hoffe, das wird euch aber alles gefallen. Und jetzt gehen wir ins erste Bad und das ist ein Bad eingerichtet im Neuengland-Style. Und ihr seht hier schon die Fliesen am Boden, damit geht's los. Es kommt aus dem Flur, aus der Diele. Die Fliesen werden direkt in das Bad hineingelegt. Ich würde hier in jedem Fall nicht wechseln mit den Fliesen, sondern immer, wenn es um ein Gäste-WC geht, und der Flur gefliest ist, dann würde ich diese Fliesen mit hineinziehen. Der Wechsel bei so einem kleinen Bad vom Material am Boden macht das Ganze unruhig und es sieht nicht mehr so gut aus. Die Kunst ist ja immer, dass man nicht weiß, wenn man reinkommt, warum es nicht gut aussieht, weil jedes Zimmer für sich sieht schon schön aus, aber in Kombination ist es natürlich viel schöner, wenn ihr einfach den Boden nicht wechselt. Und ganz wichtig, wenn ihr solche Ornamentfliesen nehmt, wie diese hier, die total toll sind, die sind nämlich durchgefärbt, das ist Steinzeugfliese, die durchgefärbt ist, also auch wenn etwas herunterfällt, dann sieht man nicht, dass etwas abgeplatzt ist, weil es eben durch den Stein durchgefärbt ist. Und diese Fliesen hier sind zum Beispiel von Original Style auch und zeichnen sich dadurch aus, dass sie gekalkt sind. Das heißt, ich habe nicht solche schweren Blumenmuster, sondern sie sind etwas angekalkt. Eventuell sieht das auf eurem Bildschirm jetzt schon kräftig aus, aber wenn ihr in Wirklichkeit das Ganze sehen würdet, dann würdet ihr sehen, wie weich dieser Stein ist. Ich habe auch die Streuli-Villa ganz in diesem Stein gemacht und da sind über 100 Quadratmeter Flur gewesen, also recht groß. Also wirkt dieser Stein auch auf einer großen Fläche. Und was ganz wichtig ist, wenn ihr solche Fliesen nehmt wie hier unten, ganz wichtig, ihr müsst eine relativ helle Fuge nehmen. Nicht weiß, weil das wird schmutzig und dann seht, kriegt ihr den Dreck nie wieder aus dieser Fuge heraus. Aber ein helles Grau solltet ihr nehmen, so wie hier. Wenn sobald das dunkel ist, wirkt das Muster an sich zu stark, weil ihr das abgrenzt. Jetzt läuft es ineinander über und deswegen sieht es viel weicher aus. So, und wenn ihr jetzt hier in das Bad hineinkommt, seht ihr, dass wir rundherum die Landhauspaneele gemacht haben. Also das heißt, also eine Schwedenpaneele mit V-Fuge, die wir hier durchgezogen haben, die gibt rundherum, außer natürlich bei der Dusche, dort ist es nicht. Dort haben wir natürlich gefliest und nicht die Paneele gemacht. Den Abschluss, ganz wichtig, den Abschluss nicht mit solcher großen Wulst zu machen. Das heißt, es gibt Abschlüsse, die haben eine richtig starke Kante, richtig gerundete Kante. Würde ich auf keinen Fall empfehlen. Ihr habt immer Probleme in dem Moment, wo es nicht mehr an einer Wand wie hier anschließt hinten, sondern dann steht hier immer so eine große Ecke hervor. Also wenn ihr nach solche Paneele Ausschau haltet, die ihr bei uns auch demnächst im Shop bekommt, dann ganz wichtig, dass ihr nicht solche großen Wulste oben mit einem Abschluss nimmt, sondern es sollte wie hier sein, etwa 6 cm, wenn unten der Sockel auch etwa 6 cm ist. Es sollte der Sockel, also der Abschluss hier oben nicht größer sein als der unten, ist ganz wichtig, sonst sieht es alles komisch aus. Und wenn ihr solche einfache Leisten und nicht kompliziert, bitte immer einfach denken, macht es nicht so kompliziert, macht euch das Leben nicht so schwer. Wenn ihr diese einfache Leiste nimmt, und die Leiste ist unter 1,8 cm stark, dann passt die hinter alle Türzargen und es steht nie was vor, wenn ihr natürlich die richtige Türzarge nimmt. Das kommt noch darauf an, dass ihr dort zur richtigen Türzarge greift. Es gibt auch welche, die einfach schmaler am Ende sind. Aber dann kommen wir nochmal zu den einzelnen Sachen. Es ist hier ein Mix aus vielen Sachen. Die Armaturen, die wir hier haben und auch die Dusche, die sind von Paul Gurke, hört sich ein bisschen komisch an, aber Paul Gurke ist der Lieferant von diesen Armaturen. Könnt ihr im Internet bestellen. Und die Accessoires, wie jetzt hier der Waschbank,
hat sich die Bauherrin selber gemacht, und zwar ist das vom Antikmarkt, etwas umgebaut und mit einer Farbe gestrichen, die zur Wandfarbe passt. Der Untertisch ist in Dark Leaked Color von Little Green gestrichen und die ganze Wandfarbe ist in Portland von Little Green gestrichen. Das ist eine total weiche, schöne Farbe, also richtig angenehm die Farbe, und die beiden harmonieren natürlich super zusammen. Und das antike Teil, das hat sich die Bauherrin aus verschiedenen Sachen zusammengebaut und dann gestrichen, und zwar so, dass hier genau ein IKEA-Waschbecken drauf passt. Und der passt so klasse hier auch mit diesen ganzen Abschlüssen, dass es echt aussieht, ja, wie was ganz Teures, wie was von Globen, was Italienisches. Also echt klasse gemacht, unten auch mit dem Abschlussteil und die schön gedrechselten Beine und in der Mitte noch eine Ablage, wo dann Handtücher und ähnliches Accessoires stehen. Dann in dem Fensterbereich haben wir hier mit Innenshutter gearbeitet, und hier bei den Innenshutter haben wir einfach Shutter genommen, die in der Leibung sind. Das heißt, wir haben hier die Kante rundherum diesmal nicht aus Holz, sondern die ist einfach rundherum gestrichen. Dann seht ihr auch, wie gut ein Passepartout wirkt, wenn man nicht das Geld ausgeben will für eine große Fensterumrandung. Es reicht Streichen aus. Die Wirkung ist dieselbe und vom Weiten seht ihr es nicht. Wenn ihr das streicht, müsst ihr denkt daran, dass ihr oben den Abschluss auch lasst. Der Abschluss sollte ähnlich von der Größe her sein wie unten die Sockelleiste. Ihr müsst aufpassen für die Leute, die streichen. Oft wird dann immer nur der Abschluss so hoch gewählt, wie es gerade Abklebestreifen gibt. Und da müsst ihr dann darauf achten, dass wirklich 6 cm genommen werden. Wenn unten die Sockelleiste auch 6 cm ist, wenn sie 10 cm ist, könnt ihr oben durchaus etwas mehr machen. Das müsst ihr mit dem Auge entscheiden, was dort das Beste ist. Aber ihr müsst aufpassen, dass nicht der Maler einfach nur eine 3 cm Abklebbinde im Baumarkt findet und dann ist das nur mit 3 cm abgeklebt. Das habe ich relativ oft, wenn man das nicht ausdrücklich sagt. Und wenn ihr sowas macht und sowas streicht, ist ganz wichtig, dass ihr zuerst abklebt. Also erst muss alles weiß gestrichen werden, logisch. Also die ganzen Wände müssen einmal rundherum weiß gestrichen werden. Das ist ganz wichtig, wenn ihr mit Little Green oder mit Forel und Ball arbeitet. Alle Wände einmal komplett weiß streichen. Dann, erst dann kann man zweimal deckend mit dieser Farbe draufgehen. Man kann es nicht direkt auf die Wand streichen. Ihr seht von Weitem immer die Stöße, ihr seht die Spachtelarbeiten durch, könnt ihr nicht machen, ihr müsst es wirklich einmal doppelt weiß durchstreichen. So, und wenn ihr das weiß gestrichen habt, dann wird hier die Kante abgeklebt. Und wenn die Kante abgeklebt ist, dann muss von außen die Kante nochmal weiß überstrichen werden. Das heißt, über die Abklebung drüber weggestrichen werden. Und das muss trocknen. Und erst wenn das getrocknet ist, dann könnt ihr hier mit der Farbe weiterarbeiten. Wenn ihr das nicht macht, wenn ihr das vergesst oder das nicht beachtet, dann passiert es folgendermaßen: Ihr klebt ab, streicht sofort mit der farbigen Farbe drüber, und dann läuft die Farbe hier in die kleinen Rillen hinein. Könnt ihr nicht machen, müsst ihr dringend so machen, wie ich es vorher erklärt habe. Es muss unbedingt zuerst mit Weiß nochmal überstrichen werden und danach, nach dem Trocknen, erst mit der Farbe. Die Arbeitsgänge sind sehr aufwendig, deswegen ist farbig Streichen nicht ganz billig. Wenn ihr es nicht selber macht, sondern machen lässt, kostet es einfach einen ganzen Schlag Geld. Ja, und hier haben wir mit Innenshutter gearbeitet, die man super verstellen kann. Die kennt ihr ja schon von uns, die nehmen wir immer von Jasno. Das ist ein Lindenholz, das ist super, super gut und super edel. Und die sind jetzt hier in die Leibung gemacht, ist auch eine Kostenfrage. Wenn man es auf die Leibung macht, ist erstens die Leibung viel schwächer bei Jasmo, also die Absätze, die Rahmen sind mir zu klein, zu dünn, deswegen mache ich es nicht gerne. Und außerdem ist es teurer. Ja, und dann kann man natürlich hier wie immer die Deko dran lassen. Und hier habe ich auch Fliegenfenster in, das ich hier einfach runterziehen kann im Sommer. Sieht man natürlich überhaupt nicht, weil die Fenster gehen ja schön nach außen auf. Ich muss hier auch nichts wegräumen, sondern kann hier einfach das Fenster öffnen. Und die Shutter sind dazu da, dass man von außen nicht hineinschauen kann, und dienen natürlich zur Deko, um den Style des Neuengland-Style einfach mehr hervorzuheben. Und jetzt gehen wir ins nächste Bad.
Und jetzt gehen wir ins nächste Bad und das ist ein Kinderbad und das ist im maritimen Stil eingerichtet. Komplett. Maritim steht in diesem Bad natürlich ganz oben angeschrieben. Das seht ihr an den ganzen Accessoires, die hier sind, die natürlich komplett im maritimen Stil sind. Und man sieht auch, dass es ein Kinderbad ist, denn es ist alles sehr witzig und sehr lustig eingerichtet mit einem kleinen Bären hier und auch mit solchen kleinen Holzschildern, wo Beach oben steht. Und natürlich findet das sich wieder in den Bodenfliesen. Das sind Feinsteinzeugfliesen, die durchgefärbt sind. Und die sind hier im Schachbrettmuster verlegt und ganz in Blau verlegt. Die Einrichtung, die Badeinrichtung hier, das ist diesmal von dem Waschbecken bis zu den Armaturen voll IKEA. IKEA-like, auch der Schrank hier oben ist IKEA-like. Aber dieses Haus, das was hier so schön in Türkis ist, das ist von Luberon und das ist eigentlich draußen ein Gartenhaus. Aber es dient jetzt hier ganz einfach für die Utensilien. Kann man auch aufmachen, fetzt im Grunde genommen sehr, sehr schön. Und das sind natürlich den Utensilien wie Zahnbürste und ähnliches zum Abstellen. Dann habe ich natürlich hier oben den genialsten Ausblick forever, den es hier gibt. Und hier haben wir nicht mit Shutter gearbeitet, weil die natürlich immer im Weg sind. Hier haben wir dann mit Blinds gearbeitet, die sich auch verstellen lassen, und so dass man im Grunde genommen von draußen nicht hineingucken kann, aber man kann von drinnen hineingucken. Und die bedienen sich auch relativ einfach, das heißt, ich kann es wegmachen oder also hoch und runter machen und es ist relativ einfach, das Ganze zu nutzen. Und hier ist es jetzt so, dass wir hier keine Umrandung haben, funktioniert hier nicht, weil wir diese Zwischenwand hier brauchten und mit der Zwischenwand haben wir hier keine Laibung mehr und ohne Laibung lässt sich einfach also keine Umrandung machen. Deswegen ist das Ganze hier in Weiß gestrichen, also Uni gestrichen. Auf der anderen Seite ist es nicht ganz so, da hätten wir eine Laibung, aber hier funktioniert es nicht, weil wir einfach keinen Platz hatten. Das Haus hier, das ist ausgereizt, das heißt, wir haben eine gewisse Ausnutzungszahl vom Boden, den wir versiegeln dürfen und auch von der Höhe und von der Traufhöhe vorgegeben gehabt. Das heißt, es konnte nicht größer werden und auf der anderen Seite mussten wir schon das nächste Zimmer anfügen. Das heißt, hier habe ich diesmal keine Laibung, sondern es geht direkt an die Wand. Und deswegen habt ihr keinen Rahmen hier drum herum in diesem Bad. Und hier oben ist nur die Blende, damit man nicht sieht, wo die Blinds praktisch dahinter verschwinden. Und bei den Blinds ist es auch so, dass die sind auch von Yasno. Diese ganzen Halterungen hier gibt es in unterschiedlichen Farben. Auch da kann man was machen, also noch mit farblich das Ganze absetzen. Auch das ist Holz, das ist alles Linde, ganz dünnes Holz. Gibt es auch in unterschiedlichen Breiten, kann man als Raumteiler nehmen, sieht es auch total schön aus. Und hier ist es eben ganz dezent und zurückhaltend, weil wir einfach nicht mehr Aufmerksamkeit darauf geben wollten. Ja, das ist für dieses Bad schon alles. Also ich denke, ganz witzig gemacht und einfach, also recht kostensparend gemacht. Und jetzt gehen wir ins nächste Bad. Das ist jetzt ein Landhausbad. Und jetzt Bad Nummer 3, das Landhausbad. Und das ist natürlich hier ein ganz besonderes, schönes Bad. Das gefällt mir auch total gut. Hier besteht es natürlich durch diese Steinwand, die hier hinten an der Außenwand anmontiert wurde, die richtig, richtig schwer ist, wo die Leute richtig zu tun hatten, die zu montieren. Und die endet hier praktisch an dem Rahmen des Shutters genau. Und auch hier sind, damit man nicht von draußen reinschauen kann, sind die Shutter angebracht, finde ich immer wieder sehr schön und diesmal jetzt hier bis zur Erde runter. Dann habe ich hier natürlich die freistehende Badewanne und was besonders Schönes von der Badewanne, wenn man drinnen liegt, kann man in die Berge, im Liegen in die Berge sehen, weil natürlich die Fenster hier oben im Kniestock sind, das seht ihr auch nochmal vom Außen. Also wenn man hier liegt, dann ist es natürlich total schön. Zum einen kann man oben den Sternenhimmel sehen, wenn es dunkel ist, und wenn es noch hell ist, kann man in die Ferne hier hinausgucken und die Berglandschaft sehen. Die Armaturen sind total toll hier. Die sind jetzt von Montreux, die Serie Axon. Und die sind sehr, sehr, sehr schön. Wir nehmen das natürlich immer gern. Axon ist der einzige, den ich kenne, der wirklich von der Qualität her super ist und wo einfach die Brause groß genug ist. Also wo man nicht solch eine kleine Brause, nur so eine kleine Brause hat, sondern wo man auch in der Dusche einen richtigen großen Brausekopf hat.
Also von Qualität und Leistung ist Montreux, also das Axtron von Montreux, eigentlich das Beste, was es im Moment auf dem Markt gibt, was ich kenne. Hier ist natürlich ein Waschtisch von Luberon. Den gibt es so zu kaufen, wie er hier ist, gleich mit dem Becken. Das ist ein Aufsatzwaschbecken. Und wenn das richtig funktionieren soll, dann müsst ihr natürlich diesmal aus der Wand kommende Armaturen nehmen. Das heißt, es ist hier im Waschtisch keine Dreilochöffnung drin, die man nutzen kann, wo man eine Armatur montieren kann, sondern man muss wirklich aus der Wand herauskommende Armaturen haben. Und es sollte natürlich auch zentriert sein zum Waschbecken. Also das muss man ganz genau schon in der Planung vorsehen, dass das funktioniert. Also dieser Waschtisch-Unterschrank ist von Luberon, könnt ihr euch dort auch bestellen. Ebenfalls die beiden Ablagen und der Spiegel in der Mitte ist auch von Luberon. Und auch die Lampen sind hier von Luberon. So, und hier habe ich natürlich das Phänomen, dass dieses Bad gleich angeschlossen ist an der Schlafstube. Und in der Schlafstube habe ich einen Holzboden. Und dieser Holzboden ist hier ins Bad mit hineingezogen. Das Holz muss hier dann verklebt werden. Deswegen hat man eine kleine Schwelle. Also Schwelle ist es ja nicht, aber man hat mit einer Schiene ist das Ganze abgetrennt. Weil dieser Boden im Bad muss verklebt sein, dass mit, wenn mal Wasser steht hier irgendwo, dass das einfach nicht also unter den Boden laufen kann und dann dort quellen kann. Deswegen muss der Boden im Bad verklebt werden. Aber auch wenn ihr ein Gäste-WC habt im Flur und habt den Flur mit Holz versehen, dann würde ich auch immer ins Gäste-WC den Holzboden mit reinbringen, so wie wir es in zwei Bädern davor gezeigt haben heute, wie ich das mit dem Fliesen gemacht habe, so würde ich das auch mit dem Holzboden machen. Insgesamt hier natürlich ein total schönes Bild mit dem Waschtisch, mit den Schattern, das passt alles super zusammen, mit den Armaturen, das passt toll zusammen. Und na klar habe ich an dieser Seite wieder die Schwedenpaneele. Das heißt, überall, wo nicht dieser Stein ist, ist die Schwedenpaneele mit der V-Fuge montiert. Oben wieder die 6 cm Abschlussleiste, damit das nicht so monströs wirkt. Ich kann euch immer wieder bloß davon warnen, nicht diese großen monströsen Leisten da oben zu nehmen. Und hier sind die Shutter, die man natürlich am Abend zumachen kann, dass man nicht reinschauen kann von außen. Und wenn man in der Badewanne liegt, kann man super hineinschauen. Man kann sie natürlich auch öffnen, dazu muss man sie einfach schließen. Und dann kann man sie ganz normal einklappen. Und dann wären sie weg und man kann komplett nach außen sehen. So, und jetzt zeige ich euch das letzte Bad. Und jetzt sind wir im letzten Bad und das ist im Farmhouse-Style eingerichtet. Freut euch darauf, weil das geht gleich los mit einer Barndoren. Das ist eine Tür, die wir hier eingesetzt haben, die man zu beiden Seiten schieben kann und die entweder die Dusche komplett verdeckt oder eben hier die Abstellkammer oder Wäschekammer. Das heißt, hier ist die Waschmaschine drin. Man kann auch einen Trockner reinmachen, wie man möchte. Es sind Fächer zum Ablegen, es ist eine Garderobe hier drin. Also alles, was man verstaut haben will und alles, was etwas größer sein soll, man kann natürlich auch hier drinnen arbeiten und es ist groß genug, damit man alles verstauen kann, was man einfach zum Anziehen benötigt in einer kleinen Wohnung. Dafür reicht es allemal oder nur die Wäsche, die man hier sortiert oder kann man auch im Grunde genommen große Wäsche hier ablegen und direkt zusammenlegen und verstauen. Finde ich sehr schön, ist jetzt in ein Apartment hier eingebaut, dieses Farmhouse-Style, dieses Bad im Farmhouse-Style. Das heißt, für das Apartment ist es gleichzeitig eine Art Hauswirtschaftsraum, wo man im Grunde genommen die Wäsche wäscht und trocknen kann und auch das Ganze hier verstauen kann. Und natürlich gefällt mir die Aufhängung, die ist jetzt hier in Schwarz. Das ist sehr, also dadurch eben der Farmhouse-Style, das ist ein bisschen schwerer. Die Tür haben wir hier ganz in Weiß gehalten und auf der anderen Seite kann man in die begehbare Dusche hineingehen. Und hier ist genau das Gleiche. Ich habe hier einen Holzboden, der in dem ganzen Apartment verteilt ist. Und dieser Holzboden, der ist hier verklebt und geht über direkt in das Bad. Und ich habe auf solchen Holzboden 30 Jahre Garantie.
Er ist nur geölt, er ist nicht lackiert. Ganz wichtig, wenn ihr mit Holz im Bad arbeitet, nicht lackieren, nur ölen. Das bedeutet, dass das, wenn Feuchtigkeit in das Holz hineindringt, kann sie auch wieder hinaus. Und für alle, die denken, das ist im Bad nicht geeignet, doch ist es. Und wenn wir mal zurückdenken, auch die Schiffe oder Whiskyfässer sind aus Holz und verkraften das ganz einfach. Wenn ihr das ölt und nicht lackiert, lackieren bedeutet, dass es die Oberfläche abgeschlossen ist. Und durch diese abgeschlossene, versiegelte Oberfläche, wenn dort Wasser unten drunter dringen sollte, dann platzt natürlich der Lack ab, weil das Holz unten quillt und nicht nach oben verdunsten kann. Deswegen so wichtig, dass ihr es ölt, weil durch diesen Ölfilm nimmt das Holz ganz natürlich die Feuchtigkeit auf und kann es wieder abgeben, weil die Poren offen sind und nicht geschlossen sind. In dem Bad könnt ihr euch jetzt umschauen. Wir haben hier die begehbare Dusche, eine Nische, die wir gemacht haben, damit man Waschmittel und alles abstellen kann, Shampoo und Duschzeug abstellen kann. Die Armaturen sind hier auch von Paul Gurke ebenfalls und jetzt hier im Farmhouse-Style alles in Messing gehalten. Dann habe ich hier noch einen Waschtisch, der extra auf die Größe in diese Nische eingebaut wurde von uns, mit einem Aufsatzwaschbecken von Laufen. Und der Waschtisch ist mit 4 Reihen Schubfächern versehen. Die Schubfächer haben auch Altmessing als Griffe und Knaufe. Die sind von einem englischen Hersteller, nutzen wir die, findet ihr auch demnächst bei uns im Shop. Und natürlich hat der Waschtisch unten Füße und die Ablage des Waschtisches ist in einer Betonoptik, in einer Steinoptik, aber es ist ein Harzstein. Es ist wie man auch Küchenarbeitsplatten damit macht. Es ist ein sehr harter Stein, also sehr harte Keramik, gebrannte Keramik, durch und durch auch Keramik. Das bedeutet, auch wenn da mal was runterfällt und es platzt irgendetwas ab, dann sieht man das nicht, weil es durch und durch gefärbt ist. Und so hat das Ganze natürlich eine klasse Optik. An der Wand haben wir in diesem Bad diesmal nicht die Schwedenpaneele, sondern wir haben von Orak Leisten, die nicht quellend sind. Also Leisten, die man im Bad richtig verwenden kann, wahrscheinlich auch für draußen verwenden kann. Und die haben wir mit einer türkisen Farbe, auch von Little Green, gestrichen. Und die sind, weil das hier unten vermietet wird, natürlich eine super Möglichkeit. Wenn man was schmutzig hat, kann man es abwischen. Es ist ähnlich zu handhaben, vielleicht wie eine Fliese. Das heißt, auch wenn die Leute, die hier drin sind, ausziehen, man muss es nur reinigen, indem man drüber wischt und dann ist es fertig. Also, und die Farbe ist abwaschbar von Little Green, also die wir hier benutzt haben. Und hier habe ich natürlich das Ganze wieder mit Shutter dekoriert, aber die Shutter sind jetzt auch in der Leibung montiert. Das seht ihr hier, es ist in der Leibung montiert und hier ist eine Kante rundherum gesetzt, das heißt, wir haben einen Steckrahmen gemacht und der Rahmen ist mit Holz eingefasst. Das sind extra Steckrahmen, die wir so angefertigt haben, die passend zu dem Fensterbrett sind. Kann man aber auch das Ganze einfacher haben, zeige ich euch im nächsten Video, einfach wie man das einfach haben kann. Und jetzt noch on the top von etwas. Das ist ja hier der Farmhouse-Style, vielleicht ein ganz bisschen noch weicher. Ihr seht auch, dass oben die Orak-Paneelen hier angeschlossen sind mit einer Stuckleiste. Sieht man hier oben sehr schön, passt auch die alte Lampe wunderbar dazu, macht ein ganz tolles Licht hier drin. Und ich erzähle euch auch nochmal on the top, das wollte ich euch sagen. On the top kriegt ihr jetzt von mir eingespielt, wie das aussieht, wenn man die Fliesen, die ihr jetzt hier in diesem Bad seht, die haben jetzt helle Fugen. Ich habe euch das in diesem Video ganz am Anfang erklärt, was das ausmacht, wenn man die Fugenfarbe dunkel oder hell macht. Wenn ihr ein Ornament habt, das dann viel mehr zur Geltung kommt, wenn ihr es dunkel macht und weniger zur Geltung kommt, sondern in sich als ein Ornament, ein großes Ornament am Boden verwischt oder ineinander übergeht und das Ganze ganz anders gesehen wird, als wenn ihr dunkle Fugenfarben nehmt. Und ich spiele euch jetzt hier in dieses Video ein, wie das aussieht,
wenn ihr das Ganze in Dunkel macht. Das heißt, es ist eine ähnliche Fliese, wie ihr es gerade hier seht, in diesem Bad. Und jetzt das Ganze einmal in Dunkel, dann könnt ihr mal sehen, wie viel kräftiger es ist. Ist natürlich mehr Industriestyle, also Farmhouse-Industriestyle. Beides könnte gehen, hat natürlich eine völlig andere Wirkung und ist viel schwerer, viel härter, aber sieht auch sehr interessant aus. So, und jetzt freue ich mich, dass ihr bis hierher dabei geblieben seid und ich hoffe, euch haben diese vier Bäder gefallen oder ihr habt genügend Inspiration bekommen für euer eigenes Bad und ich freue mich natürlich, wenn ihr mir in den Kommentaren eure Fragen und eure Meinung zu diesem Video stellt. Und in jedem Fall schaut die nächsten zwei von mir für euch empfohlenen Videos und vergesst in jedem Fall nicht, diesen Kanal hier jetzt zu abonnieren, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein brandneues Video von mir gibt. Und wir haben super Sachen für euch vorbereitet und wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, dann wird es anderen Zuschauern auch empfohlen und jetzt sehen wir uns im nächsten Video.